Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werden wir unser Gameplay der ersten Duo-Gimmick analysieren und dort haben wir es ja nicht geschafft, uns zu qualifizieren. Deshalb kann man auf jeden Fall, denke ich mal, viel davon lernen und ich hoffe, ihr könnt natürlich auch etwas davon lernen. Wenn natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sind auch nicht mehr weit von den 2000 Abonnenten entfernt, würden mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das sogar noch in diesem Monat schaffen könnten. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt auch gerne das Video und schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen hier direkt mit der ersten Runde des Seed 1. Dort sind wir so ähnlich wie in allen anderen Runden des Seed 1 in Sweaty Sands gelandet. Erstmal natürlich schön gelootet, danach kamen wir direkt zum ersten Fight, haben den Gegner für 2x33 gehittet und danach haben wir im Prinzip nicht wirklich raufgepusht. Das war schon der erste Fehler, denn wir hätten im Prinzip einfach direkt auf die Gegner zusammen raufpushen können, beide mit Pumpgun, mit AERs und so pressuren können, da der zweite Gegner ja noch lange nicht da war und wir hätten ihn, glaube ich, sogar killen können, bevor der zweite Gegner da war. So haben wir es allerdings nicht gemacht, sondern sind erstmal oder haben erstmal versucht, irgendwie Walls zu bekommen, sind nicht zusammen raufgepressured und dann habe ich im Prinzip den einen Gegner alleine erstmal gefightet und dadurch haben wir eben halt dann am Ende auch wieder ein 2 vs 2 gehabt. Die Gegner waren dadurch natürlich auch wieder Full Shield. Dadurch, dass wir dann immer wieder das Ganze versucht haben, haben wir auch immer mehr Mats verbraucht, hatten am Ende nur noch so 60 Mats und damit kann man natürlich noch schwierige Sachen machen. Dann unser nächster Fehler war, dass wir uns als erstes nur auf den einen Gegner fokussiert haben, aber wir wussten ja, dass der zweite Gegner noch lebt und deshalb hat er uns dann von hinten überrascht. Ich habe dann auch nicht auf meinen Aim so gut geachtet, allerdings mit 60 HP ist man dann natürlich auch schnell dead und dadurch sind wir dann am Ende letztendlich gestorben, weil man Mate natürlich dann im 2 vs 1 auch nicht wirklich viel machen kann. Die zweite Runde war eigentlich insgesamt ganz gut. Wir hatten hier einen kurzen Fehler im Early Game, denn dort sind wir an der einen Position relativ stark splittet im Fight gewesen, hätten den Fight nochmal deutlich schneller beenden können, hat allerdings letztendlich nichts ausgemacht, wäre es aber ein besserer Spieler gewesen, hätte vielleicht dann so etwas einen Unterschied machen können, deshalb empfehle ich da auf euch auf jeden Fall, versucht immer möglichst nah beieinander zu bleiben und die Gegner dann von zwei Seiten zu pressuren, ist deutlich leichter, als wenn er immer nur 1v1 sucht. Später im Game ist dann auch unser Discord ausgefallen, also dort sind die Discord-Server immer down gegangen, wir konnten im Prinzip dann gar nicht mehr sprechen, deshalb fehlt immer so ein gewisses bisschen Absprache in der Runde. Ohne dass der Discord gecrashed wäre, hätten wir da auf jeden Fall deutlich mehr machen können, ist dann eben mal schade gewesen. Falls ihr übrigens das ganze Gameplay von der Runde sehen wollt, checkt gerne das Video von gestern aus, werde ich auch mal oben in der Infokarte verlinken. Auf jeden Fall war ich ja trotzdem noch ein kleiner Fehler, den man auf jeden Fall hätte vermeiden können und zwar bin ich nach draußen gegangen, hatte vorher schon gehört, dass jemand in den Busch neben uns gegangen ist und ich bin dann eben halt da auch einfach so wieder reingejumpt und wusste eben halt im Prinzip, dass er safe noch drin war. Hätte ich auf jeden Fall deutlich safer spielen können, wenn man eben halt ahnt, dass irgendwo ein Gegner hinter einer Box ist, in einem Busch ist, dann sollte man nicht einfach reinspringen, egal wie sicher man sich ist. Sobald man es eben halt wirklich nur so ein bisschen ahnt, dass da jemand drin sein sollte oder könnte, sollte man auf jeden Fall vorsichtiger spielen. Am Ende in der Runde haben wir dann auch noch den Win geholt, also hat soweit im Prinzip dann auch alles gepasst. In der dritten Runde hatten wir direkt im Early Game den nächsten Fight und dort war das kleine Problem, dass ich eben halt dort alleine die Edits geöffnet hatte und das immer nicht gecallt hatte, wodurch sich wahrscheinlich Anton, mein Mate, gedacht hatte, dass die da nicht rauslaufen können und ich hätte eben halt auch callen können, als sie rausgelaufen sind, weil er immer direkt neben mir so offen stand, dann wäre er auf jeden Fall nicht down gegangen und wir hätten das wahrscheinlich locker bekommen können. Ich habe die Gegner sogar noch relativ low gemacht, reicht aber alleine natürlich nicht aus. Danach war auch das Problem, dass als ich den ersten Gegner gekillt habe, ich immer sehr, sehr langsam mit dem ganzen Metz aufheben war und hätte ich das etwas schneller gemacht, dann hätte ich mich schneller healen können. Der Gegner hätte vielleicht nicht den Edit bekommen können und ich hätte nicht so viele Metz nochmal wasten müssen und da kommen wir auch direkt zum nächsten Problem, denn ich achte auch ganz häufig nicht darauf, wie viele Mats ich habe und farme auch zwischendurch keine weiteren Mats. Das hilft auf jeden Fall, wenn man irgendwo dann langläuft, irgendwo an der Seite mal wieder eine One-Pickaxe. Kann einem das am Ende sogar den Winner letztendlich bedeuten, denn hier war ich dann am Ende auch wieder komplett ohne Mats. Letztendlich hätte ich wahrscheinlich genau in dieser Runde sogar mit diesen paar mehr Mats letztendlich gewinnen können, denn ich hatte hier eben halt 0 Mats und der Gegner hatte dann im Prinzip 3 Shots, wodurch ich dann am Ende gestorben bin. In der vierten Runde hatten wir dann hier versucht, die beiden Loot-Jobs zu nehmen. Haben das natürlich auch geschafft. Den Fehler, den wir danach gemacht hatten, war, dass wir uns komplett geboxt haben und in so einer Low-Point-Lobby auf 119 Punkte und obwohl wir eben halt schon relativ weit letztendlich im Game bzw. im Turnier drin waren, sind die Gegner relativ stark also auf W-Key aus und da, wenn man sich da einmal boxt, dann zeigt man so ein bisschen Schwäche und dadurch wird man natürlich leichter gew-keyed. Wir hätten dort einfach die Loot-Jobs holen sollen, den Loot davon holen sollen und die Gegner, die neben uns waren, direkt pushen können. Wäre auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Nächstes Problem war
auch, dass ich mich über meinen Mate geboxt habe. Das ist auch etwas, was er niemals machen sollte. Denn wenn man sich über seinen Mitspieler boxt, dann kann der Mitspieler natürlich gar nichts mehr machen. Und man steht sozusagen komplett offen darüber. Und dadurch hat man natürlich schon mal so ein Grundsplit. Lieber steht man eben halt in so einer Box diagonal vom Mate weg. Dort hat man nämlich genau die gleichen Möglichkeiten, Shots zu setzen. Und dann hätten wir vielleicht sogar auch diesen Fight gewinnen können. In der fünften Runde haben wir dann direkt wieder einen Early-Game-Fight. Und hier haben wir tatsächlich einen richtig guten Play gemacht. Ich hatte nämlich die Wall vom Gegner geholt. Und dann haben wir im Prinzip genau gleichzeitig geschossen, auch wenn wir es im Prinzip nicht richtig mit Absprache gemacht haben. Trotzdem hat es ziemlich gut funktioniert. Und das ist etwas, was ich euch auch nur empfehlen kann. Callt vielleicht, wenn ihr ein Edit öffnet, und sagt dann eben halt, wir schießen da gleich, wenn der Edit geöffnet ist, direkt drauf. Und wir haben das im Prinzip so ein bisschen intuitiv gemacht. Und dadurch haben wir den Gegner im Prinzip locker bekommen. Ich habe einen 100er gegeben, mein Mate hat auch irgendwie einen 100er gegeben. Und dadurch hatte der Gegner gar keine Chance. Und es war sozusagen doppelte Absicherung, dass wir den Gegner so auf jeden Fall bekommen. Danach hatte ich ein bisschen mit meinen Inventar-Slots gechoked. Denn dort hatte ich als erstes auf meine Bandage-Bazooka gewechselt. Hätte natürlich auf mein SMG wechseln wollen und hätte vielleicht etwas weniger Damage kassiert. Das wäre dann nochmal ein bisschen besser gewesen. Außerdem hätte ich an der einen Stelle auch einen Right-Hand-Peak nutzen können. Das mache ich ganz häufig, dass ich zwar einen Right-Hand-Peak rein theoretisch habe, ich trotzdem aber so offen stehe, dass ich den Right-Hand-Peak gar nicht nutze. Später im Game gibt es dann auch wieder eine richtig gute Situation. Und zwar wurden wir hier von den Gegnern angeschossen. War noch ziemlich weit von der Zone entfernt. Zone hat auch gleich rotiert. Und deshalb sind wir direkt escaped. War definitiv ein smarter Move, denn das hätte definitiv ein langer Fight werden können. Und so ist man etwas sicherer. Vor allen Dingen waren hier rundherum noch deutlich mehr Gegner. Wir hatten ja gesehen, die wurden von hinten abgeschossen. Dadurch auf jeden Fall immer sehr, sehr empfehlenswert, direkt solche Fights zu disengagen. Also gar nicht erst zu warten, sondern einfach disengagen und dann lieber safe in die Zone gehen. Dadurch sind wir dann noch safe ins Endgame gekommen. Und dann hier, also kurz vorm Endgame, sind wir dann nochmal in eine Fight-Situation gekommen. Hier war so das kleine Problem, nachdem ich den ersten Gegner gekillt hatte, dass ich nicht so ganz aware darüber war, wo irgendwelche anderen Gegner waren, wo irgendwelche wo Schüsse irgendwo herkamen. Und ich war mir dann auch nicht genau sicher, was waren meine Builds, was waren die Builds der Gegner. Dadurch hatten die Gegner dann einen relativ leichten Edit auf uns gemacht. Und wir hätten dadurch auf jeden Fall ein bisschen Heal sparen können. Deshalb passt auf jeden Fall immer, wenn ihr in euren Boxen seid, darauf auf, von wo vielleicht Schüsse kommen und von wo oder was euch natürlich überhaupt alles von der Box gehört. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, um möglichst viel Heal zu sparen. Dann geht es auch direkt zu den Rotations. Dort haben wir am Anfang eine richtig gute Rotation gemacht mit der Shockwave, haben danach etwas gecampt. Dann geht es weiter direkt in die Rotations, die wir on the foot gemacht haben. Dort war es kleine Probleme, dass wir zwar relativ weit in der Zone drin waren, also sozusagen schon etwas Puffer davor hatten, damit uns die Zone immer nicht direkt einholt. Allerdings waren wir eben halt so nah am Rand der Zone, dass man gar keine Chance hatte, hinten zu stehen, sondern wir hatten dann im Prinzip, wurden direkt an dieser kleinen Ecke der Zone, wo wir dann letztendlich waren, wurden wir auch direkt von der Zone eingeholt. Hätten wir da etwas weiter in der Mitte der Zone gestayt, wäre das relativ chillig gewesen. Wir hätten unten immer noch Edits öffnen können und so wie wir dort eben halt waren, immer ganz am Rand so und konnte man im Prinzip kaum mehr etwas draus machen. Dann hatte ich auch nicht gecallt, dass ich eben halt schon weit rotiere und dadurch waren dann eben halt hinten in unserem Tab auch weitere Gegner, worauf ich eben halt auch nicht geachtet habe, wodurch dann eben halt Anton wieder down gegangen ist, ich das Ganze alleine regeln musste und so bin ich dann am Ende letztendlich auch gestorben, weil ich dann auch nicht darauf geachtet habe, dass unter mir eben halt direkt wieder ein Gegner ist und ich dort immer kein Bild hatte und ich dann einfach in die gegnerische Box reingedroppt bin. Ihr seht auf jeden Fall schon, das Video wird wahrscheinlich sehr, sehr lang werden. Ich weiß noch nicht genau, wie lange es jetzt werden wird, aber es sind auf jeden Fall extrem viele Sachen, die man daraus nehmen kann und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das Ganze beim nächsten Mal bei der nächsten Dojimic besser machen können und ich werde auf jeden Fall mein Bestes versuchen und es wird natürlich dann auch wieder Highlight- und Analyse-Videos geben. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Nächste Dojimic wird wahrscheinlich so irgendwann dann in Richtung 7. Dezember stattfinden. Irgendwo so da auf jeden Fall in diesem Zeitraum. Auf jeden Fall gehen wir direkt jetzt in die 6. Runde rein. Dort war ich relativ lucky. Ich hatte eine Spaß, also so ziemlich aus meiner ersten Chest direkt bekommen, hatte eine Mythic Chest eben mal gefunden und wir sind dann auch direkt auf die ersten Gegner raufgegangen. Dort war eigentlich auch erstmal alles chillig, also wir hatten den Gegner zwar bekommen, trotzdem ist mein Mate eben mal down gegangen, dadurch, dass ich eben halt etwas, also wirklich ganz, ganz kleines bisschen hinter ihm war und ich dann eben mal nicht helfen konnte. Denn dann kam eben halt schon relativ zeitnah, nachdem wir den ersten gekillt hatten, sein Mate und dort war ich im Prinzip noch nicht direkt da und hätte mein Mate eben mal ein bisschen gewartet, hätten wir ihn wahrscheinlich auch bekommen können.
Dort hätte ich auf jeden Fall callen können, dass ich etwas weiter hinten bin. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass beide immer voneinander wissen, wo der andere hier eben halt sich befindet. Dass man eben halt damit auch so ein bisschen rechnen kann. Wann kann vielleicht der Mate zu einem kommen? Wie lange dauert das so ungefähr? Das ist nämlich ziemlich wichtig dann am Ende. Außerdem ist auch eine ganz wichtige Sache, die man beachten muss, wenn vor allen Dingen mehr, wenn man gesehen hat, dass mehrere Leute in seiner City landen, dass man dann eben halt sich bewusst ist, wenn man einen fightet, dass dann auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt den nächsten kommen. So war es auch hierbei. Letztendlich war das alles nicht schlimm. Also wir waren ja wieder ganz gut bei Leben. Trotzdem hätten wir vielleicht ein bisschen mehr davon gewusst. Dann hätten wir ja die Gegner vielleicht ein bisschen dort auch überraschen können. Und dann hatte ich hier eben halt als nächstes auch direkt meinen Shot gechoked. Hätte ich dort, also ich hätte locker eigentlich einen 200er Pump dort drücken können. Das ist nämlich ganz wichtig, dass in solchen Situationen euch einfach ganz, ganz kurz mehr Zeit nimmt für eure Shots. Denn hätte ich den beispielsweise bekommen, hätten wir den Fight am Ende auch gewonnen und hätten natürlich noch mehr Punkte aus der Runde rausholen können. In der 7. Runde hatten wir einen richtig geilen Early-Game-Fight. Hier waren wir nämlich eigentlich perfekt im Duo zusammen oder hatten perfekt im Duo zusammengespielt. Ich habe nämlich mit der AR von hier hinten so ein bisschen gepressured und der Mate hatte dann eben halt von oben gepickaxed. Dadurch konnte er eben halt Free Shots im Prinzip taken, weil die Gegner auf mich abgelenkt waren und wir im Prinzip dauerhaft immer so ein bisschen unsere Positions gewechselt haben und die Gegner so im Prinzip keine Chance hatten. Deshalb spielt immer von zwei Seiten, vor allem in so einer Situation. Dort ist es eigentlich sehr, sehr entspannt. So zum Beispiel der eine Gegner, der dort eben halt versucht hat, den Mate ein bisschen zu carryen, der wurde dann eben halt von meinem Mate gekillt. Und der Mate, von dem der down gegangen ist, konnte eben halt auch nicht helfen, weil ich dauerhaft auf ihn raufgepressured hatte. Und so hatten die Gegner wirklich keine Chance und das ist die perfekte Spielweise. Immer die Gegner versuchen, einzeln zu pressuren, das heißt erst auf einen raufgehen und dann dauerhaft auch immer den Pressure behalten. Einer geht am besten mit der Shotgun rein, der eine sprayt, der andere sprayt von der anderen Seite mit der Air oder so drauf. Dann hat man eigentlich immer Free Kills. Dann sind wir später im Game wieder direkt auf Gegner gekommen. Wir hätten hier allein schon von vorne rein etwas weiter weggehen können. Jetzt waren wir aber in dieser Situation und dort war es einfach nicht smart, hier zu escapen. Denn letztendlich sind die Gegner direkt über uns gewesen. Wir hätten auch vorher aufpassen können und eben mal selbst hochpushen können. Und dadurch, dass wir hier immer direkt escaped sind, haben wir natürlich wieder ein bisschen Schwäche gezeigt. Die Gegner haben uns direkt auch hinterher gepusht. Wir hatten eben halt nicht so extrem viele Punkte, dass die Gegner jetzt super krass oder so waren. Und dadurch haben die Gegner uns natürlich direkt gedoublekeyed und wir hatten im Prinzip keine Chance dagegen. Hätten wir einfach ein bisschen gegen gedoublekeyed, dann hätte das locker etwas werden können. Aber so eben halt direkt down gegangen und eigentlich keine Chance in diesem Fight gehabt. In dieser Runde hatten wir tatsächlich dann direkt am Anfang einen Fight, also sogar in unserem Haus, wo wir gelootet haben, war direkt der erste Fight. Dort war das Problem, dass wir splittet waren, das ist schon mal grundfalsch einfach. Und dann ist ein Mate instant alleine reingejumpt in die Box der Gegner. Also er ist direkt dort in diese eine Ecke reingegangen und wir haben uns da im Prinzip einfach nicht abgesprochen, auf wen wir jetzt gehen. Ich bin auf den einen gegangen, mein Mate ist auf den anderen gegangen. Da habe ich ja auch nicht aufgepasst, dass mein Gegner da noch überleben hätte können, sondern ich habe ihn im Prinzip einfach finishen lassen und das ist natürlich auch nicht so smart, denn ich habe den Gegner zwar danach natürlich locker bekommen, ich hätte aber natürlich meinen Mate auch ohne Reboot dort holen können und das ist natürlich deutlich leichter, als wenn man den Gegner oder den Mitspieler erst finishen lässt. Denn man spart sich natürlich eine Menge Zeit, wenn man nicht erst rebooten muss und dann wieder zurück zum Loot gehen muss, als wenn man dann im Prinzip einfach direkt beim Loot wieder ist, sich voll healen kann. Das ist einfach chilliger, als einfach ein Reboot zu holen. Vor allen Dingen im Early Game sind Reboots natürlich immer sehr riskant, wodurch wir dann im Prinzip auch direkt dort den Tod kassiert haben, denn die Gegner sind auf uns gepusht. Also ich hatte nicht mal den Reboot durchbekommen, hatte hier dann tatsächlich den einen Gegner geholt. Das Problem war dann aber, ich habe nicht darauf geachtet, dass meine Pistole leer war, habe immer wieder auf die Pistole gewechselt, obwohl die, wie gesagt, einfach schon lange leer gewesen ist und dadurch habe ich dann den Finish letztendlich nicht bekommen. Ich hätte mit der Scar einfach aufschießen können, ein Shot, hätte wieder Mats gehabt und alles. Wäre viel chilliger gewesen, so bin ich dann auch ins Down gegangen. In der 9. und 10. Runde sind wir dann stark gelandet, weil wir im Prinzip einfach versucht hatten, noch eine WQ-Runde rauszuholen. Ist an sich natürlich auch nichts falsch dran, allerdings hatten wir im Prinzip als Duo keinen Plan, wie man dort fightet. Also ich wusste immer, wie man da fightet, wir hatten uns aber nicht wirklich abgesprochen, wie man das Ganze angeht und da dann einfach so direkt reinzugehen, ist natürlich nicht so smart. Ich hatte dann hier eben halt relativ gut Kills bekommen, weil ich auf Mongol Chess gelandet bin, eben halt eine Spaß direkt hatte. Das war soweit ganz gut, aber eben halt Anton hatte im Prinzip nicht so, oder wir hatten uns nicht abgesprochen, wie Anton das Ganze eben halt angehen soll und er ist eben halt nicht direkt mit mir dort gelandet, wodurch er am Ende keinen Loot hatte und gekillt wurde und ich dann eben halt alleine fighten musste. Damit sind wir dann auch schon mit der ersten DreamHack durch und wir gehen direkt in die zweite DreamHack rein. Dort hatte ich die erste Runde leider nicht
nicht aufgenommen, aber im Prinzip, was man, was dort drin passiert ist, ist, dass man, dass im Prinzip ganz, ganz viele mit in Sweaty, nach Sweaty Sands hingekommen sind und dadurch, dass dann eben mal dort ganz, ganz viele waren und wir dann direkt den ersten Fight eingegangen sind, waren wir mitten von allen Gegnern und wurden instant natürlich gethirdpartied oder gefourthpartied, also von 4 Leuten wurden wir einfach gethirdpartied, was natürlich nicht so geil ist und dadurch hatten wir im Prinzip dann kaum Chance, natürlich das Ganze auch zu gewinnen. War auf jeden Fall sehr, sehr dumm, wir hätten dort vielleicht selbst diejenigen sein können, die das Ganze immer third-partien. Auf jeden Fall unlucky in der Hinsicht, dass dort viele gelandet sind, wir hatten damit auch nicht gerechnet, trotzdem hätte man mehr draus machen können. In der zweiten Runde ist dann von Anton einfach das Game gecrashed, beziehungsweise wurde er aus dem Game gekickt, also sein Game ist nicht mal gecrashed, sondern wurde einfach gekickt, danach ist noch sein Game gecrashed. Auf jeden Fall bin ich dann alleine reingegangen, bin Stark gegangen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir hatten auch keine Lust, dass ich jetzt irgendwo einfach campe, wäre irgendwie unnötig gewesen. Letztendlich hätte das vielleicht den Unterschied machen können, wären wir vielleicht knapp an den Punkten dran gewesen, um uns zu crawlen. Letztendlich macht es aber keinen Unterschied. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich dann eben als Solo und Stark war, kaum eine Chance natürlich gehabt, trotzdem hier 2 Free Kills geholt, was natürlich trotzdem ganz nice war. In der dritten Runde war dann so das kleine Problem, dass wir eben halt schon 2 Runden gespielt hatten, erst 15 Kills hatten, wodurch natürlich so ein bisschen die Motivation verloren geht. Wir hätten das Ganze aber einfach als erste Runde sehen sollen, denn es ist bei ganz, ganz vielen Pro-Playern so, dass sie in DreamHack erste beiden Runden verkacken, dritte Runde einfach den ersten Platz mit 20 Kills holen, was natürlich super chillig ist. Da ist man wieder ganz, ganz vorne dabei und das hätten wir natürlich auch holen können. Wir sind aber einfach zu doll W-Keyed und haben im Prinzip so auf alles geschissen. Das war einfach das Problem. Hätten wir es als erste Runde gesehen, so als Neustart, dann hätten wir im Prinzip einfach viel mehr Motivation gehabt, wäre nicht so extrem raufgegangen. Wir könnten natürlich ein bisschen W-Keyen. Am Anfang hatten wir auch schöne Kills geholt, das war soweit eigentlich auch ganz gut. Hatten natürlich noch mal Punkte geholt. Das war wahrscheinlich auch der Confidence-Boost, dass wir wirklich alles gew-keyed haben. Und dann waren wir eben mal direkt in der Retail-Row drin und dort waren eben noch 2 Teams. Wir sind davon ausgegangen, dass dort nur ein einziges Duo war und so wurden wir dann von hinten gebeamt, hatten keine Chance. Und das ist natürlich auch dumm, einfach in irgendeinen Ort rein zu laufen, wo eventuell noch mehrere Leute leben. War aber auch ein bisschen unlucky, weil die eben halt schon seit Ewigkeiten in diesem Place waren und sich trotzdem noch nicht gefightet haben. Auf jeden Fall hätten wir aber trotzdem eben halt irgendwo anders hingehen können, als in einen Ort, wo wahrscheinlich noch irgendwelche Gegner looten. Wäre safe chilliger gewesen oder wir hätten zumindest nicht mitten durch Retail gehen sollen, sondern vielleicht von hinten oder so pushen können. In der vierten Runde hatten wir dann Gegner etwas low geschossen und ich habe im Prinzip gar nicht darauf geachtet, wie ich meine Shots mache, wie ich mich bewege und so, und dadurch hat der Gegner mich mit einer Pistole einfach geholt. Das war super, super unnötig. Wir haben dafür natürlich viel Zeit verloren, viel Heal verloren und wir hatten den Gegner natürlich bekommen. Trotzdem hätten wir mehr draus machen können und das ist einfach komplett unnötig, dass man in so einer Situation stirbt, wo man einfach 2x, 3x hintereinander seinen Palmshot verkackt, nur weil man sich eben halt ein bisschen nicht darauf konzentriert. Eigentlich sah es dann in der Runde auch sehr, sehr gut aus. Wir haben weiter gew-keyed. Diese Runde war das auch smartes W-Keyen. Wir sind auf die Gegner gut raufgegangen, zusammen raufgepusht, haben darauf geachtet, dass sonst keine anderen Gegner eben halt pushen und dadurch haben wir eben halt 3 Kills geholt. Hier am Anfang 2 Kills einmal, dann später haben wir noch einen Snipe geholt, danach nochmal 2 Kills. Das gibt natürlich schon mal einen Confidence Boost. Hat uns super, super guten Loot gegeben und danach sind wir dann mit einem Rift in die Richtung der anderen Gegner, der nächsten Gegner geflogen. Die waren dann eben halt in der dritten Zone-Box und dritte Zone ist eben halt die Zone, wo man eventuell eben halt in der Mitte der Zone normalerweise in der Mitte der Zone safe in der nächsten Zone auch drin ist. Wir waren immer ein ganz bisschen neben der Mitte der Zone, waren natürlich nicht in der nächsten Zone und in so einer Low-Point-Lobby, wo wirklich nicht mehr viele in der dritten Zone sterben, wird man ganz, 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 ganz schnell da wirklich gebeamt, weil natürlich keine Builds irgendwo dazwischen sind, die einen safen können. Deshalb, wenn ihr wirklich vor allen Dingen kurze Stück noch rotaten müsst, dann benutzt einfach eure Mats bzw. Shockwave einfach rein. Das ist halt viel chilliger gewesen, weil so werdet ihr eben halt, wie gesagt, von vielen Seiten gebeamt, werdet immer halt gesniped und wenn ihr dann gesniped werdet, dann werdet ihr natürlich von noch mehr Leuten gebeamt, wodurch der Mate dann auch kaum eine Chance hat. Anton hat aber eigentlich noch ganz gut was aus der Runde rausgeholt, also er war dann letztendlich relativ weit noch im Endgame, hatte Placement-Punkte schön geholt, am Ende leider einen Left-Hand-Peak gemacht und keinen Right-Hand-Peak gemacht, dadurch hätte er vielleicht noch überleben können. Ansonsten war es aber eigentlich eine ganz gute Runde und wären wir dort immer zusammen gewesen, hätte ich mich nicht snipen lassen, wäre das auf jeden Fall eine bessere Runde gewesen. Damit kommen wir dann auch endlich zur richtigen letzten Runde, die wir gespielt haben. Danach sind wir noch ein paar Runden Stark Industries gelandet.
kann man aber eigentlich nicht mehr so wirklich dazu zählen. Wir hatten im Prinzip einfach keine Motivation mehr. Ist natürlich so ein bisschen unser Problem, dass wir dann uns eben halt wirklich demotivieren haben lassen. Auf jeden Fall danach eben halt, wie gesagt, Sack Industries gelandet, nichts wirklich draus gemacht. Und trotzdem gibt es noch eine kurze Runde, die wir euch davon zeigen können. Man kann, wie gesagt, natürlich etwas auch aus Dark Industries rausholen. Allerdings muss man das Ganze immer halt richtig angehen und wissen, wie man dort landet. Dann geht das auch. Auf jeden Fall hier in der 5. Runde sind wir, da haben wir direkt ein paar im Early Game gefightet. Danach haben wir natürlich weiter gelootet. Später, nachdem die erste Zone dann geclosed ist, waren wir hier bei dieser eine Stark-Hütte. Und dort hatte ich eben halt einen Gegner gesehen, der mich schon vorgesehen hat. Und solche Gegner darf man niemals Bloom fighten, da er natürlich früher beginnen kann, mich zu fighten. Und ich hätte einfach instant bauen sollen und immer nicht auf den Bloom-Fight eingehen sollen. War eben halt völlig dumm. Danach auch, ich bin im Gebäude, weiß, dass sie oben rüber über diese kleinen Planken eben halt laufen können und mich dadurch eben halt killen können. Ich nehme aber einfach meine Mini weiter durch, beziehungsweise meinen Big Pot weiter durch und dadurch konnten die eben halt, wie gesagt, einen Free-Shot auf mich setzen. Ich hätte es einfach abbrechen sollen, etwas bauen sollen, wäre viel smarter gewesen. Hab dann auch noch meine Pump einfach weggelegt, weil ich zu hektisch war und wir sind eben halt instant down gegangen. Wie gesagt, eine gute Stark-Runde gab es noch und zwar war das Ganze in der 7. Runde jetzt und dort hatten wir das, den einen oder anderen Kill geholt. Wir sind hier stehen auf der Mongol Chest gelandet und das war wirklich eine Runde, wo wir auch gut als du hier in Stark Industries zusammengespielt hatten. Ich hatte hier die AR geholt, hatte den Gegner direkt gebeamt, den Finish dort, beziehungsweise den Knock erstmal geholt, hier direkt den nächsten Kill auch geholt. Ich könnte mich vielleicht noch ein bisschen mehr in so solchen Situationen darauf konzentrieren, dass ich mehr Shots treffe, wäre dann auf jeden Fall vielleicht noch etwas chilliger gewesen. Auf jeden Fall haben wir insgesamt ganz gute Kills geholt. Und das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.